Die Stadt Wetzlar, die HSG Wetzlar und Hitradio FFH begrüßen die Handball-Europameister. Hashtag Bad Boys. Und wir haben sie heute hier. Unsere drei Europameister. Sie sind da, ich habe sie schon gesehen. Und es wird nachher auch gleich da oben schon ein bisschen lauter werden. Dann kommen die nämlich aus den Geschäftsräumen hier oben runter. Aber sie kommen dann auf die Bühne. Ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe da oben schon im ersten und im zweiten Rang dann ebenso für einzelnen Applaus gehört und Jubelschreie. Sie sind wirklich da, unsere Europameister, unsere Handball-Europameister. Wir sagen gemeinsam herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen zunächst unseren Europameister. Wir begrüßen unseren Kapitän Steffen. Dritte von der HSG Wetzlar. Wir begrüßen unseren Torhüter. Wir begrüßen Andi! So, hier sind sie. Ich gehe einen Schritt zur Seite. Nochmal einen fetten Applaus. Unsere drei Europameister der HSG Wetzlar. Steffen, die 48 Stunden sind es ungefähr nach diesem grandiosen Erfolg. Sind anstrengender gewesen als die 2 Wochen Handball-Europameisterschaft? Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ein wunderschöner Empfang hier. Es war sehr anstrengend die letzten 48 Stunden auf jeden Fall. Wir haben wenig geschlafen, viel getrunken. Aber wir sind froh, jetzt hier zu sein. Ihr habt es euch verdient. Ihr habt es euch verdient. Ihr könnt ruhig was singen. Ihr habt viel getrunken. Komm her. Oder? Oder? Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. Komm, wir stoßen nochmal an. Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Unsere Handball-Europameister kommt vor. Wieder das heimische Bier, das heimische, gute Licherbier. Andi, muss ich mal fragen, Spanienurlaub aus deiner Sicht in dem Jahr vielleicht schlecht, oder? Besser. Das Einzige, was möglich wäre, wäre vielleicht Mallorca, weil da mehr Deutsche sind als Spanier. aber ich glaube, nach Madrid oder ähnliches sollte ich vielleicht nicht fliegen. Nee, besser ist es. Yannick, gestern haben wir mittags deine Stimme gehört. Sag doch einfach mal was, vielleicht. Ist sie besser? Ja, viel besser ist sie immer noch nicht, aber ja, vielen Dank, dass ihr alle hier seid, dass ihr uns unterstützt habt. Sehr geil, Männer. Das ist gut. Wow. Also, unsere drei Europameister. Fasziniert ist bei Andi auch das Selbstbewusstsein. Der hat ja wirklich gesagt vor dem Turnier, ich will Europameister werden. Ich fahre nach Polen und will Europameister werden. Und er ist Europameister geworden. Ist das schon immer so seine Art gewesen, hier? Wenn, dann packe ich es an und dann richtig, dann will ich oben 1 und nicht 2, 3. Ich bin einfach ein Handball-Experte. Nein, aber dieses gesunde Selbstbewusstsein, das war auch, glaube ich, so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, der Schlüssel dazu, dass ihr gesagt habt, wir sind dazu in der Lage. Ich habe ja gemerkt, wie die Mannschaft trainiert hat. Ich habe gemerkt, wie wir zusammenstehen. Und wir haben sicherlich keine Superstars in unserer Mannschaft, aber wir haben eine Einheit. Wir haben 16 bis 18 hervorragend zusammen harmonierende Spieler. Und ich denke, das ist im Teamsport wichtiger als einzelne individuelle Leistungen. Das haben wir gesehen, das stimmt. Steffen, wann war denn bei dir so der Punkt während des Turniers, des Verlaufs, wo du gesagt hast, Mensch, das, wo vielleicht so ein Klick, oder kam so ein Punkt, kam so ein Klick, wo du wirklich gesagt hast, ey, da geht was in Polen, da geht mehr als nur einfach da mitspielen? Ja, der Punkt kam eigentlich so nach dem Russland-Spiel, was wir dann knapp gewonnen hatten. Und da wussten wir alle, jetzt müssen wir nur noch die Dänen schlagen und sind dann wahrscheinlich im Halbfinale. Und ich denke, es war so ein
Ja, so ein kleiner Knackpunkt, wo man einfach wusste, dass die Mannschaft Großes erreichen kann. Ja. Nach dem Norwegen-Spiel, was ja schon ein unglaublicher Krimi war, dann dieser Protest, der eingelegt wurde, am nächsten Tag wieder zurückgezogen wurde, hat euch das kurz mal irgendwie aus der Bahn geworfen im Kopf? War das für euch mal ein ernstes Thema oder habt ihr gleich gedacht, das wird heiser gekocht, nee, also, als es gegessen wird? Es war kein großes Thema. Wir haben direkt von unserer Delegationsleitung gesagt gekriegt, dass da Einspruch eingelegt wurde, aber da wahrscheinlich nichts passieren wird. Und von daher waren wir da eigentlich ganz entspannt und haben uns einfach gefreut, im Finale zu stehen. Ja, jetzt habe ich eingangs schon mit dem Kai und mit dem Nico Weber kurz gesprochen. Es geht ja am 13. weiter in Balingen. Hier am 17. Heimspiel. Alle eingeladen, alle kommen. Wer noch keine Tickets hat, Tickets holen. Rittal Arena gegen Göppingen. Dieser Schwung aus der Europameisterschaft für euch jetzt, ist es... Kann man den richtig mitnehmen? Würdet ihr am liebsten sagen, ich will morgen Abend schon wieder spielen? Oder sagt ihr auch erstmal ein bisschen zwei Tage Pause? Also ich glaube, sogar ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein paar Tage Pause brauche. Und wenn ich das sage, dann hat der Steffen schon 3 Wochen keinen Bock mehr. Und deshalb sind wir ganz froh, dass wir jetzt mal eine Woche nicht trainieren, ein bisschen regenerieren können. Und dann stürzen natürlich frohen Mutes auf die Aufgabe in Badingen und gegen Göppingen. Yannick, bei dir genauso mal. Frohe paar Tage, Ruhe zu haben. Ja, definitiv. Wir haben ja seit Weihnachten immer weiter trainiert, weitergemacht, hart gearbeitet. Hat sich ausgezahlt, aber jetzt ist der Kopf müde, der Körper müde. Jetzt wollen wir mal kurz Pause. Ja, das ist euch auch gegönnt, ein bisschen Pause. Steffen, was machst du jetzt in ein paar Tagen, wo du ein bisschen mal entspannen kannst? Ja, ja. Hauptsächlich schlafen. Nee, weiß nicht, ist ja nicht viel Pause. Wir haben jetzt 2 Tage frei. Am Freitag geht es ja schon wieder zum All-Star-Game, am Samstag haben wir das auch Termine und am Montag geht dann ganz normales Training wieder los, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig, wieder mit der Mannschaft zusammen zu sein. Dann jetzt kommt unsere Mannschaft. Andreas Wolf, Selim Steffenfink, Yannick Kohlbacher. Mein Gott, Wolf! Ist das stark! Tippers hat den Kreis, Kohlbacher, fast eine Viertelstunde rum, 7:2, die Betonung liegt da auf der 2, und wieder Wolf, Steffen Fink, oh, ein Hammer, wie aus dem Licht, und da kommt Wolf herangesprintet und hechtet in diesen Ball rein, die Partie hat echt alles fett. Ja, ja, ja! Wieder 7 vorne. Aber das war sensationell! Das war unglaublich, wie Andi Wolf diesen Ball macht. Schauen Sie sich das an. Achten Sie auf den linken Fuß. Da, Wahnsinn, Wahnsinn! Johannes Berlin von der MT Melsungen. Und der Pass! Fett. 22:13. Dritter Treffer. Jetzt wird es für Spanien sogar ein Debatt. Also Steffen sagt gerade eben auch nochmal, ich krieg einfach Gänsehaut, wenn ich das sehe. Euch auch, oder? Ja? Wir sagen nochmal, danke, danke, danke. Nochmal einen fetten Applaus. Unsere 3 Europameister, ihr habt echt ein Riesending hingelegt. Vielen Dank, Steffen Pilz. Vielen Dank, Yannick Kohlbacher. Und unser Torhüter, Andi Wolf. Abschließend nur nochmal von euch, jetzt direkt. Was macht ihr heute Abend noch? Freundin, essen gehen, irgendwas, ganz entspannt. Wie lasst ihr den Abend ausklingen, Steffen? Hast du schon was vor? Ich werde endlich mal was essen, seit lange. Und freue mich dann einfach auf der Couch zu liegen. Und ich hoffe, wenn ich nach Hause komme, ist meine Tochter noch wach. Das ist schön. Und ja, mehr werde ich auch nicht mehr tun. Sei dir gegönnt. Andi, dein Abend heute noch? Aber vielleicht gehe ich noch mal ins Blankenfeld und esse was. Das ist gut. Yannick, wie sieht's aus? Ja, ich werde auch seit langem mal wieder was essen, was Deutsches, was Gutes essen, mal wieder deutsches Fernsehen genießen und einfach mal, ja, nochmal ausspannen. Sehr, sehr schöne Erfahrung einfach und war unglaublich, dass wir am Ende noch gewonnen haben. Einfach, ja, eine super Veranstaltung. Ab welchem Zeitpunkt haben Sie geglaubt, dass Deutschland Europameisterschaft gewinnt?
Ja, es war eigentlich so ein bisschen der Zeitpunkt, nachdem wir gegen Dänemark gewonnen haben. Da wussten wir, jetzt sind wir im Halbfinale und jetzt können wir noch zweimal gewinnen und dann haben wir es geschafft. Was ist jetzt hier bei der Olympia? Wie bitte? Was ist jetzt hier bei der Olympia? Ja, Olympia wird ein super Ereignis werden. Was da am Ende rausspringt, weiß man noch nicht, aber wir werden es auf jeden Fall genießen. Was werden Sie in der nächsten Zeit sportlich so noch machen? Ja, nächste Woche Montag fängt das Training wieder normal in Wetzlar an. Und dann hoffen wir einfach, dass wir noch viele Erfolge mit Wetzlar feiern können. Und dann im Sommer sind die Olympischen Spiele. Jetzt bei Ihrem Leben gerade etwas eine kleine Veränderung seit der Europameisterschaft? Ja, aber ich denke, das wird einem erst in ein paar Tagen klar, was das alles so ausgemacht hat. Weil man sieht ja hier, wie viele Leute hier gekommen sind. Das ist unfassbar. Und Dankeschön. Wie war für Sie die Europameisterschaft? Erfolgreich. Ab welchem Zeitpunkt haben Sie geglaubt, dass Deutschland Europameister wird? Also ich war ja, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der gesagt hat, vor dem Turnier, dass wir Europameister werden. Und genau da habe ich es auch so gemeint und genau da habe ich dann geglaubt, weil wir einfach eine unglaublich geile Mannschaft haben. Und deshalb sage ich ganz klar von Anfang an. Wie war es für Sie, die meisten Tore gehalten? Dass ich die meisten Bälle gehalten habe, ist natürlich sehr schön. Aber das Wichtigste ist, dass wir damit den Titel gewinnen konnten. Waren Sie nach Ihrer Meinung nach einer der wichtigsten Männer in der Mannschaft? In so einer Mannschaft gibt es keine wichtigsten Männer. Wir sind ein Team. Und ein Team besteht eben durch Zusammengeschlossenheit. Und deshalb gibt es keine Individuen. Gibt es eine kleine Veränderung in Ihrem Leben nach der Europameisterschaft? Nein, ich hoffe doch nicht. Okay. Welche Ziele haben Sie demnächst für Ihre zukünftige sportliche Karriere? Also demnächst steht ja Olympia an und davor noch einiges an Bundesliga. Ich hoffe, dass wir Olympia ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden können. Und hier mit der HSG Wetzlar wünsche ich mir einfach, dass wir uns vielleicht sogar für den Europapokal qualifizieren können. Dankeschön. Gerne. Wie war es für Sie in der Europameisterschaft? Ja, es war unglaublich. Es war super erfolgreich. Ja, wir sind Europameister geworden. Das ist ein großartiges Gefühl. Hat sicher keiner mit gerechnet in Deutschland. Wir haben von Anfang an dran geglaubt. Wir hatten Bock drauf und das war entscheidend. Haben Sie jemals geglaubt, dass Sie in diesem Alter Europameister werden? Wie bitte? Haben Sie jemals geglaubt, dass Sie in diesem jungen Alter Europameister werden? Ich wurde schon viel jünger Europameister. Das ist mein dritter Europameistertitel bereits. Im Jugend- und Juniorenbereich konnten wir das schon zweimal abräumen. Aber Männer-Europameisterschaft mit 20 zu gewinnen, manche gewinnen es in ihrer Karriere gar nicht. Ich bin super glücklich, dass wir es gewinnen konnten. Ab welchem Zeitpunkt haben Sie geglaubt, dass Deutscher Europameister wird? Ja, wir hatten erstmal eine harte Gruppe. Dann haben wir uns schon Spiel zu Spiel immer weiter reingekämpft. Und nach dem Sieg gegen Norwegen sah es ja gut aus mit dem Finaleinzug. Ja, gegen starke Spanier, gegen die wir in der Vorrunde verloren haben, dann so deutlich zu gewinnen, ich weiß nicht, es hat keiner geglaubt, aber es ist wie 2007, wo man in der Vorrunde gegen Polen verloren hat und dann im Finale gewonnen hat. Was ist gerade los? Einmal Deutschland zeigt ja sportlich gute Leistungen. Die Angelique Kerber hat den Grand Slam Turnier in Melbourne gewonnen und jetzt die Handballer in der Europameisterschaft. Können Sie sich das erklären? Ja, Deutschland war schon immer ein sportbegeistertes Land. Wir haben sehr viel Förderung in Deutschland. Wir sind in der Breite des Sports ganz gut aufgestellt. Die letzten Jahre waren generell im Sport in Deutschland eher Lehrjahre, wie man so schön sagt. Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt, so langsam. Gerade im Handball werden es immer mehr jüngere Spieler, die gut ausgebildet wurden. Und da wurde ja schon vor 5-6 Jahren angeknüpft mit den Leistungszentren. Und so langsam fängt das dann an, Früchte zu tragen. Glauben Sie, Ihr Leben hat sich etwas nach der Europameisterschaft verändert? Wie bitte? Dass Ihr Leben sich, Ihr Alltagsleben sich nach der Europameisterschaft verändert? Auf gar keinen Fall. Ich werde genauso weitermachen wie vorher auch. Es hat sich eigentlich bis auf die Auszeichnung und den Titel gar nichts geändert. Dankeschön.